Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Tedio City. In diesem Video geht es um sämtliche Spy-Funktionen, die bei Windows 10 automatisch aktiviert sind, wenn man die Express-Einstellungen genommen hat, also die Express-Installation, oder wenn wir diese Option bei der manuellen Installation nicht direkt deaktiviert haben. Wie wir diese Funktion deaktivieren können, möchte ich nun zeigen. Also es sind einige Funktionen, bestimmt nicht alle, aber diese sind jetzt mir gerade so aufgefallen. Wir klicken auf den Start-Button, begeben uns in die Einstellungen und wählen Datenschutz an. Und hier beginnt es auch direkt beim ersten Punkt: Apps, die Verwendung der Werbungs-ID für App-übergreifende Erlebnisse erlauben. Dies bedeutet, es wird eine ganz spezielle ID ausgesendet, mit der erkannt wird, dass wir genau wir das sind, und somit wird auch erkannt, wenn wir wieder die Webseite besuchen, damit uns spezielle Werbung angepasst werden kann. Also damit uns Werbung angezeigt werden kann, die für uns angepasst wurde. So. Das Ganze möchte ich nicht, einfach auf den Kontrollregler klicken und das Ganze wird deaktiviert. Der nächste Punkt ist hier: Informationen zu meinem Schreibverhalten an Microsoft senden, um die Eingabe und Schreibfunktion in Zukunft zu verbessern. Dies möchte ich auch nicht, da ich dem Ganzen nicht so vertraue. Ich weiß ja nicht, für was wollen die meine Eingaben noch alles so haben und welches Schreibverhalten schicken die denn nun alles mit. Das Ganze also deaktiviert, indem ich wieder auf den Kontrollregler klicke. Die letzte Option hier ist Websites den Zugriff auf eigene Sprachliste gestatten, um bla 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 bla. Dies bedeutet auch wieder angepasste Werbung für uns. Möchte ich auch nicht, also hier drauf geklickt und zack, wir bekommen es nicht mehr. Nun eine Einstellung Mikrofon. Hier Apps, die Verwendung meines Mikrofons erlauben. Wenn wir dies möchten, dann einfach angeschaltet lassen. Hier können wir noch auswählen, welche Apps hier darauf Zugriff haben sollen. Wenn wir dies überhaupt nicht möchten, einfach erstmal deaktivieren und fertig. Als nächstes zu einem weiteren Punkt: Feedback und Diagnose. Als erstes: Mein Feedback soll von Windows angefordert werden. Normalerweise wird da automatisch gesagt und ich sage nie. So, nun kommen wir zu einem weiteren Punkt, der nicht so leicht zu deaktivieren ist, beziehungsweise sieht man es hier nicht. Hier steht nur vollständig, verbessert und einfach. Einfach bedeutet so wenig Daten wie möglich und vollständig alles. Was denn ganz genau jetzt darunter verstanden wird, Diagnose und Nutzungsdaten, dazu klicken wir einmal auf den Datenschutzbestimmungslink, gelangen dann hier auf diese Webseite. Ich pick jetzt nur einen einzigen Punkt hier raus. Gründe, warum wir personenbezogene Daten teilen, mehr erfahren und hier, einmal kurz vergrößert, zack. Schließlich werden wir auf personenbezogene Daten zugreifen, diese offenbaren und bewahren einschließlich privater Inhalte, wie der Inhalt ihrer E-Mails und andere privater Mitteilungen oder Dateien in privaten Ordnern. Wenn wir in gutem Glauben sind, dass dies notwendig ist, um, und jetzt werden noch ein paar Beispiele aufgezählt, zum Beispiel geltende Gesetze einzuhalten oder auf gerichtliche Verfahren zu antworten, einschließlich denen von Strafverfolgungsbehörden oder anderen staatlichen Stellen. Dies bedeutet einfach, wenn eine Behörde kommt und sagt, hey, ich hätte gerne die Daten davon, dann rückt Microsoft die raus. Des Weiteren, ein weiteres Beispiel wäre, unsere Kunden zu schützen, zum Beispiel um Spam oder Versuche, Nutzer der Dienste zu betrügen oder zu helfen und so weiter und so fort. Wenn wir allerdings uns Schadware eingefangen haben, was relativ schnell gehen kann, und unser Computer als eine Spamquelle fungiert, dann sind wir ganz schnell der im Fadenkreuz von Microsoft steht. Hier den Betrieb und die Wartung der Sicherheit unserer Dienstleistungen zu erhalten, bla bla bla. Und die Rechte oder das Eigentum von Microsoft einschließlich der Durchsetzung der Bedingungen für die Nutzung der Dienste zu schützen. Das sind so jetzt vier Beispiele, wie wir das Ganze jetzt deaktivieren können, möchte ich zeigen. Wer möchte, kann sich hier noch viel weiter zu durchlesen. Ich schließe jetzt erstmal das Ganze hier. Und wie schon gesagt, hier haben wir nur die Option einfach, also ganz wenig Daten. Deaktivieren können wir es hier in diesem Fall nicht.
Der folgende Weg ist jetzt nur für die Leute, die die Enterprise-Version von Windows benutzen. Wir drücken die Windows-Taste und R und geben dort ein gpedit.msc. Bestätigen das Ganze. So, ich ziehe das mal ein kleines bisschen größer hier. Nun navigieren wir uns in administrative Vorlagen. Hier so, dann alle Einstellungen. Und nun, mache ich es einmal ganz groß kurz, suchen wir nach einem ganz speziellen Eintrag, der sich nennt T, da sind wir schon mal richtig, Telemetrie zulassen. Hier, dieser Eintrag, einfach einen Doppelklick drauf gemacht. Dann öffnet sich dieses Fenster hier, dann sagen wir aktiviert. Und nun haben wir hier nämlich die Option einfach erweitert vollständig und aus. Allerdings steht in Klammern dabei nur Enterprise. Also wenn eine Windows Home oder Professional Version verwendet wird, sollte im Normalfall Windows diese Einstellung 0 einfach ignorieren und weitermachen. Klicken wir hier jetzt 0 auf nur Enterprise, okay. Und bestätigen das Ganze. Ich benutze momentan ja eine Enterprise-Version. Sehen wir in den Einstellungen Datenschutz noch ein wenig heruntergescrollt. So ist das Ganze hier ausgegraut, denn es ist auf 0. Es gibt allerdings scheinbar noch einen anderen Weg, das Ganze zu deaktivieren für Home- und Professional-Nutzer. Dafür drücken wir wieder die Windows- und R-Taste, damit sich das Ausführen-Feld öffnet. Wir geben ein regedit.exe, bestätigen das Ganze hier, gehen auf Hardkey, Local Machine, Software, dann Policies, Microsoft, Windows, ziehe ich das Ganze hier nochmal ein klein wenig größer und nun wählen wir Data Collection. So, und wenn jetzt kein Windows Enterprise verwendet wird, also Windows 10 Enterprise nicht, dann ist hier dieser Eintrag Allow Telemetry nicht vorhanden. Wie wir diesen erstellen können, ist sehr einfach, einen Rechtsklick hier reingemacht, neu, D-Word, Wert 32 Bit und dann Allow Telemetry. Ja, ohne das Leerzeichen vielleicht. So. Und wenn wir das Ganze hier bestätigen, dann sollte es auch deaktiviert sein. Dies funktioniert momentan noch. Ob es später immer noch funktionieren wird, ist eine Sache von Microsoft. Kann jederzeit sein, dass Microsoft einen Patch hinterher schiebt, der das Ganze deaktiviert und nicht mehr möglich macht für Nutzer von Professional und Windows Home. Da der Eintrag schon vorhanden ist, lösche ich diesen schnell nochmal. Ja, ich weiß auch, neuer Wert, weg. So. Also, hier hinten muss dann bei Allow Telemetry der Wert 0 stehen. Falls er da nicht stehen sollte, ein Doppelklick drauf gemacht. Und dann können wir hier den Wert ändern, einfach in 0. Okay, das Ganze wird jetzt gespeichert dadurch. Und somit hätten wir es auch deaktiviert, solange Microsoft keinen weiteren Patch hinterher schiebt. So, es gibt aber auch noch einen weiteren Weg, mit dem Nutzer von Windows Home und Windows Professional auch diese Funktion erstmal unterbinden können. Und diese wäre, indem wir die Eingabeaufforderung aufrufen, einfach hier in der Suchleiste Eingabe eingegeben, dann kommt das Ganze normalerweise schon. Rechtsklick drauf gemacht, als Administrator ausführen, das Ganze hier bestätigen. Und nun navigieren wir uns zu CD Drivers. Als nächstes CD etc.
Dann zeigen wir uns das Ganze mal an mit dem Befehl dir und finden hier unsere Hosts-Datei. Diese öffnen wir einfach mit Notepad. Notepad, Hosts. Das Ganze wird hier geöffnet. Und nun können wir hier IPs eintragen, zu denen Windows unsere Daten immer sendet. Diese IPs wurden von Nutzern einfach mal festgestellt, haben geschaut, wohin sendet Microsoft meine Daten, und diese Computer oder diese IPs sind dabei herausgekommen. Ich habe die erstmal aufgeschrieben im Editor bzw. mir kopiert, stehen natürlich auch in der Videobeschreibung drin. Einfach kopieren und hier einfügen. Rechtsklick, einfügen, zack. Die sind drin. Das Ganze hier müssen wir nur noch speichern. Und schon kann Microsoft oder wird Microsoft keine Verbindung mehr mit diesen Computern herstellen, wo unsere Daten immer hingesendet wird. Also nicht Microsoft, sondern Windows, unser Windows 10. Das Ganze hier können wir dann wieder schließen. Hier sind wir auch fertig und hier auch. Das hier speichere ich jetzt einfach so mal, damit ich diese IPs später noch habe. Und das war's dann auch eigentlich schon. Bei weiteren Fragen ab in die Kommentare damit. Für die Leute, die kein YouTube bzw. Google Plus Account haben, schaut in die Videobeschreibung. Dort findet ihr einen Link zu meiner Facebook- und Twitter-Seite. Dort könnt ihr mir auch sehr gerne Fragen stellen. Wenn ihr kein weiteres Video mehr verpassen wollt, klickt kostenfrei auf den Button abonnieren, liked meine Facebook-Seite oder folgt mir auf Twitter. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!